Ja, hallo, mein Name ist Daniel und willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Unity Companion App. Von der Assassin's Creed Unity Companion App, sorry. So, und zwar, also irgendwie hat sich hier alles neu gestartet. Ich weiß auch nicht, hier zum Beispiel das Sainte-Chapelle Glyphenrätsel. Ja, sind wir jetzt wieder bei 1, also bei dem ersten Level? Naja, nee, ist nicht so schlimm. Liegt vielleicht daran, dass ich mich jetzt mit meiner PS4 verbunden habe und, auch mit Assassin's Creed Unity, so. Ich bin gerade hier, genau, und da werde ich dann gerade zum Assassinen. Ja. So, okay, ich würde sagen, dieses Mal reden wir wirklich nicht lange drum, so, und starten einfach schnell das Rätsel. Das kennen wir eigentlich schon aus dem letzten Part. Von daher sollte das jetzt hoffentlich schnell gehen. Hoffentlich, hä? Ach so. Ah, okay, wir können uns noch gar nicht frei bewegen jetzt. Wo waren das? Ah, hier. Perfekt. Okay. So, dauert ja fast so lange wie bei Assassin's Creed Unity. Das Laden. So, hier. Die Île de la Cité. Ja. So, wir machen gleich weiter. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen, ne, in der letzten Folge. So, genau, und jetzt haben wir wieder hier nur die beiden. 60% und 100. Los geht's. Ja, und ich habe überall auf der Paris-Karte, also im Unity-Spiel, gesehen, dass da auch solche Nomad irgendwas davon stand halt. Keine Ahnung, was das damit zu tun hat, aber wahrscheinlich schaltet man die dadurch frei. Daran könnte es liegen. So, Training beenden. Fortsetzen. So, warum ziehe ich das denn immer nach oben? Nach unten. Sorry. So, 37%. 93% nur. Achso, heilen. Und auch heilen. Gut, dann kaufen wir uns jetzt einfach einen neuen. Und zwar würde ich ganz gerne wieder hier diesen Stynx nehmen, oder wie der heißt. Genau, also lass mich kurz überlegen. Philippe Alicente oder so. Aber wo ist denn der? Philippe. Ach krass, den gibt's gar nicht mehr. Woran liegt das denn? Warte mal. Mal ganz kurz Home. Mann, 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 warum denn immer so kompliziert? So, egal, zack, fortsetzen. Zack, zack, das schaffen die schon. Dann müssen wir jetzt 100% machen hier. Wenn es nach mir geht, sollen wir die holen? Warte mal, ich guck mal, was man da machen kann. Ah, sorry, jetzt ist der Bildschirm leider so. Aber ich glaube, man kann den auch drehen. Das wäre ziemlich nice. Okay, kann man leider nicht. Ich hoffe, das geht klar. Assassin's Creed Unity Android. Ich will es ja nur ganz, ganz kurz freischalten. Exklusiver Jupiter-Assassine, schalten Sie für. Jo, wir haben 200, schalten wir frei, wa? Bestätigen. Willkommen zum Spiel mit einem. Okay, alles klar, dann gehen wir zurück. So, und das holen wir uns dann eh zurück. So, alles klar, dann erreichen. Fortsetzen. Okay, wo ist denn, was ihn finden? So, und jetzt diesen Uplay-Charakter. Wer war denn das nochmal? Ach, Mann. So. Die hier war das doch. Jo. Angelique Chevrier. Chevrier, sorry.
So, 100%. Boah, die ist aber schon auf Level 7, Alter, voll overpowered. So, los geht's. Aber die sieht richtig cool aus mit ihrem Cowboy-Hut. So, und den hier vorne meine ich. Warum gibt's den denn nicht? Der sieht richtig cool aus. Ganz kurz, hier mache ich einmal kurz auf Pause und dann. Obwohl, nee, komm, ich mache nicht auf Pause. So, okay. Die Nomad-Mission wurde beendet. Okay. So, zack, dann würde ich sagen, spielen wir hier nochmal die durch. Und dann geht's auch sofort. Nee. Ja, und dann müsste ich Part 3 von Assassin's Creed Unity hochladen. So, eins, zwei. Oh Mann. Nicht schon wieder. Dieses Mal nicht. Komm, 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 lass mich nicht hängen. Ey, sag jetzt bloß, ich finde den nicht. Nein, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sorry, nicht funktioniert. Hier, eins. Zwei. Und wo ist Nummer drei? Ach, hier. Ah. So, gleich geschafft. So, der wird auf jedem Bild angezeigt, aber kaufen kann man ihn nicht. Nächste Stufe kommen. So, hier, kenne ich schon. Hier weiß ich sogar noch auswendig, weil ich da so viele Versuche für gebraucht habe. Eins. Und zwei. Also. Ne? So, neue Nomad-Mission freigeschaltet. So, zurück zur Karte. Und dann würde ich mir ganz gerne noch diesen Philippe Alisson holen. Guck mal, ich kenne seinen Namen sogar auswendig, so doll mag ich den. So, hier auf Schleichen. Jupp, den hier auf Angriff. Sorry. Ja. So, ich will diesen. Jetzt kommt wieder die Frage auf, wo ich die denn kaufen kann. Darum kümmere ich mich dann aber offline, ja, ohne aufzunehmen. Ach, hier, Louise Arly. Wie auch schon davor, bekommen wir die gleich umsonst. Perfekt, ja, das ist auch das Story-Symbol in Assassin's Creed Unity. So, Arno finden. Wie gesagt, ich bin gerade hier und ist ja eigentlich egal. Und dann geht es in der nächsten Folge hoffentlich mit gespeichertem Speicherstand weiter. Spielstand weiter, genau. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.